Freunde, was geht? Willkommen zu diesem Video. Wir reagieren heute auf eure Videos vernünftig, fahrvernünftig. Amen. Wir haben schon eben auf ein Video reagiert. Ich denke mal, das Video wurde 2 Tage nach dem anderen Video hochgeladen. Das war auch ein fahrvernünftig, vernünftig Video. Hat mir sehr gefallen, deswegen machen wir jetzt 2.0 und es geht los. Liken das Video und let's go. Digga. Eure Video. Digga, einfach den Pfosten mitgenommen. Hallo, hallo. Folge 331, viel Spaß. Hab mein War mitgenommen. Die anderen fahren alle weg, nur unsere Tante, War. Die muss gaffen, was da passiert ist. Quittung kriegt sie. Top-Thema. Ja. Ja, ist bei dieser Fußball. Was ist denn da los? Ja, ja, Moment, gleich wird's quittiert. Hm. Hä? Mann, du Fischer! Digga, was macht sie denn, Digga? Sicherheit einen mitgekriegt, aber richtig. Was macht sie denn, Digga? Die Felgen gehen ja richtig arm in, Bruder. Alter Falter. Das war's mit den Felgen. Scheiße, Mann. Wie dämlich kann man sein, Digga? Falls einer vor 78 fahren war. Oh mein Gott. Digga, das ist eine Horrorvorstellung. Guck mal. Du fährst. Stell dir jetzt vor, du fährst. Dann machen wir die Cam ein bisschen. So. Also. Stell dir vor, du fährst deinen Wagen. Falls einer. Land Street, verstehst du? Land Street. Vor dir ist einer mit Anhänger. Du willst ein bisschen schneller fahren. Willst vielleicht überholen. Bist gerade hinter dem. 90, Digga. Amen. 87. Passiert. 75 fahren war. 70. Scheißegal. 70, 80, 90. Du bist direkt hinter dem Teil und dir fliegt so ein Eisending genau in die Windschutzscheibe rein. Du gehst einfach am Arsch. Du gehst erstmal sterben. Ah, ja, hupt die Tonne so richtig aus. Was hat die da zu suchen? Ja, Digga, zeig's der Tonne, Mann. Zeig der Tonne, wo es lang geht. Benne gibt Lichthupe. Scheiße, Mann. Benne hupt. Guck mal, 85, Digga. Er reagiert überhaupt nicht. Wusstet ihr eigentlich, dass so ein Netz über so einen Anhänger drüber gezogen werden muss? Boah. Denn der Wind, der packt in den Anhänger rein und holt euch raus, was da drin liegt. Ja. Scheiße, Mann. Halsmaul. 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 Da ist einfach 2 Tonnen aus diesem scheiß Anhänger rausgefallen. Oh mein Gott. Ja, bloß das Problem ist, es sind halt so viele Leute da, die sagen alle, da passiert nichts, die kannst du da so reinwerfen. Vielleicht ist zum Glück keine Ladung mehr da, denn wir fahren jetzt auf die Autobahn und da wollen wir so eine Trichter auch nicht rumfliegen haben. Ja. Oh Mann. Benne fährt daneben, hupt nochmal. Benne zeigt nach hinten und von wegen, guck doch mal, aber null Reaktion, er fährt immer weiter. Krank. Aber es war die Statue vom heiligen St. Antonius. Ignorant. Sein Onkel, Digga. Aha. Kennst du Vane? Vane interessiert? Krank, Mann. Dieses Doppelrot. Das interessiert mich aber. Was ist bei dem los? Alter. Ey. Der ist so drauf. 5.800 Euro. Digga, der BMW, der war so drauf, Digga, wie der einfach über Rot gefahren ist. Guck mal, das hat ihn gar nicht gejuckt. Ist doppelrot. Er ist nicht das mal realisiert. Das interessiert mich aber. Was ist bei dem der los? War so drauf, Digga. Scheiße, Alter. Mann. Scheiße, Digga. Auch richtig, wie langsam er gefahren ist, so. Glückwunsch. 1.800 Euro Schaden passieren gleich und die Abwicklung lief gut ab. Oh. Ah, ey, und geil. Der Typ im schwarzen PKW packt sich vom Kopf und nach dem Motto, ach man, muss das jetzt sein. Mega nice, ja. André fährt gleich an der Seite und macht die Bahn frei, ist auch richtig so, aber so cool. Vielleicht zuerst Fotos machen aus allen Richtungen und dann an der Seite fahren, weil wegen so einem bisschen hier den Verkehr aufhalten geht nicht. Ja, okay, ist gut, Digga, Fotos machen, der hat eine Dashcam dabei. Ich denke mal, das weiß der André auch. Und im Endeffekt, er ist jetzt hier rüber. Guck mal, warte. Er ist jetzt hier rüber, der blinkt nach rechts, Digga. Er zieht, André zieht von der rechten Spur nach links. Hier der, was ist das, Hyundai oder so, Digga, er zieht von der linken Spur nach rechts. Wie hat der das jetzt geschafft, in den André noch reinzufahren, Digga? Dann warte ich doch einfach eine Sekunde. Also ist er eingeschlafen? Bist du eingeschlafen, Bro? Ach, und der Typ im schwarzen PKW packt sich vom Kopf so nach dem Motto, oh, Amen. Mach die Bahn an der Seite fahren.
Wir machen weiter mit Vivian. Der grüne LKW da hupt und lichthupt erstmal einen Fiat aus. Okay. Alter, was ist denn hier los, Mann? Gib doch Gas, du Affe. Du Affe, oha, Vivian geht steil. Ach, wir gucken ja sehr, sehr viele Männer zu und ihr müsst jetzt stark sein. Und an die vier biertrinkenden Frauen, ihr auch. Ach du Scheiße, das gute Radeberger. Oh Gott. Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Kennt ihr noch diesen alten Klingelton von Anno Tuck? Scheiße, Mann. Damit bin ich ja aufgewachsen, also demnach ist es auch schon alt. Bro, einfach 1 Milliarde Biere sind einfach am Arsch gegangen. Glückwunsch an auch immer. Ach Digga, ich pack's nicht. 20 Jahre? Achtung! Der Besitzer dieses Handys ist Kampftrinker. Geil, ich hab das tatsächlich noch auf der Platte gehabt. Letzte Änderungsdatum 2008. Ich pack gar nichts. Überholverbot ist vorher angekündigt. Baustelle ist vorher angekündigt. Wieso überholt? Also muss ich sagen, ich trinke ja nicht so gerne Alkohol, ne? Also nicht so viel. Aber das hier tut selbst für mich weh, obwohl ich nicht mehr trinke. Und jetzt überlege ich, wie muss das sich wohl für einen alkoholischen Alkoholiker anfühlen, Digga. Der das ganze Bier hier sieht, der würde doch das vom Boden abschlecken, so. Also. Änderungsdatum zweit vorher angekündigt. Scheiße, Baustelle ist vorher angekündigt. Wieso überholt man da mit einem LKW noch? Das ist doch bescheuert, Mann. Wenn du als Überholer nicht dran vorbeikommst, dann musst du bremsen und wieder hinten einscheren, hä? Kann man so bescheuert sein, Alter? Ja, wie kann man so bescheuert sein? Geil, Mann. Wie er richtig rüberzieht. Aber ich muss generell sagen, überholende LKWs auf der Autobahn geben mir immer wieder so ein kleines Kribbeln in der Seele. Wirklich. Überholende LKWs sind echt 11 von 10. Digga, oh mein Gott. Und die Dinger sind so monströs, ne? Da willst du auch nicht runterkommen. Da wird's immer so eng, wenn die neben dir sind. Ah. Ja, aber wirklich, Digga, da gebe ich Pinti recht. Jetzt geht sie so cool runter, so. Wiep, wiep. Hatte ich gestern noch. Man hat sie auch erst gar nicht gesehen und man denkt sich, warum macht denn der da Lichthupe die ganze Zeit? Digga hat einfach Licht vergessen. Meine Fresse. Stabil. Geistig eingeschränkt. Aber mächtig geistig eingeschränkt. Ton mache ich mal weg, man hört eh nichts. Arnon schreibt, betrunkener junger Mann, der auf dem Bürgersteig geschlafen hat. Die Frau vor mir hat zwar löblicherweise angehalten, aber direkt den Rettungsdienst alarmiert. Ich bin dann zu ihm hin und habe mal nachgehört, wo denn der Schuh drückt. Er sagte lachend, dass er einfach nur rotzevoll ist. Als ich ihn fragte, wo er denn wohnt, sagte er mir, dass es nicht weit weg ist. Ich habe den Anwesenden dann gesagt, dass hier kein RTW vonnöten sei, da es ihm gut ginge. Sie waren der Meinung, man könne ihn so nicht laufen lassen. Hab dann erklärt, was die Konsequenz ist, wenn der RTW kommt. Mitnehmen ins Krankenhaus. Wem ist da geholfen? Niemandem. Es wäre nur unnötig ein Rettungsmittel gebunden, was anderswo vielleicht nötiger gebraucht wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Schön, wenn ihr helfen wollt, aber bevor ihr die 112 wählt, um einen RTW zu rufen, fragt euch bitte, ob das, was ihr da gerade vorliegen habt, wirklich ein lebensbedrohlicher Notfall ist oder ob man das auch irgendwie anders lösen kann. Ja. Das Einsatzaufkommen in Großstädten ist wegen solcher Bagatelleinsätze wirklich enorm und oft ist die Belastungsgrenze überschritten. Im Zweifelsfall wartet man dann bei einem lebensbedrohlichen Notfall sehr viel länger auf Hilfe. Ich bin dann auch weiter, weil ich eh schon spät dran war auf dem Weg zur Arbeit. So, und wenn ich als Sascha mal was sagen darf, ich habe in den Nachrichten gehört, es gibt tatsächlich Leute, die rufen wegen dem eingerissenen Fingernagel einen Krankenwagen. Krankenwagen. Gut, das wird wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal gewesen sein auf der Welt, aber trotzdem, das geht nicht für sowas. Jetzt hier bei den Betrunkenen, ja, das kommt halt immer drauf an. Da will ich hier nichts Generelles erzählen. Aber so wie mir der Typ hier den Eindruck macht und wie der aussieht, ich kann das Gesicht ja noch sehen, ich denke es geht. Lass nach Hause torkeln. Ich glaube, mein ehemaliger Kollege Pinti hat ein neues Wort erfunden. Ich glaube, das kennt ihr auch nicht. Blitzer zugepannt. Mhm. Hätte er nicht ein bisschen weiter vorfahren können, hätte er einen Blitzer blockiert. Geil. Sehr, sehr geil. Oh, was schreibt er da? Zum ersten Mal gehupt? Ja. Gechillt. Ah, entschuldigt er sich oder was ist das hier? Aber die Nebelschussleuchte, ne? Die könnt ihr auch ruhig ausmachen.
Alter. Direkt Digga, die Kamera mit runtergerissen. Was ist da denn passiert? Zwei Autos sind die hier unterwegs. In jedem Auto sitzen vier Leute. Und der Hintermann oder die Hinterfrau macht Lichthupe zu Hubert von wegen, ey, wir wollen hier auf dem Parkplatz. Hubert so, okay. Und Hubert sagt im Nachhinein, wenn er das Video so sieht, fragt er sich, warum er das so falsch eingeschätzt hat und warum er nicht anständig gebremst hat. Ja. Ach du Scheiße. Digga. Wow. Okay, Bruder, wow. Hab ich. Alles gut. Wow. Scheiße. Holy fuck, Digga. Nichts passiert. Das war okay. Zu schnell. Ja, das war offensichtlich zu schnell, Digga. Scheiße, aber was hat er da probiert? Warum ist er dann so nach rechts? Also ist doch nur ein Rastplatz hier, oder nicht? Was will er denn da? Er hat doch gesehen. Ach, egal. Scheiß drauf, Digga. Wir machen weiter. Ja, da kannst du dir von deinen Kumpels erstmal für den Rest des Lebens was anhören. Du fährst die nächste Tour wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Naja, Stoßstange kaputt, Radkasten kaputt. Auf dem Parkplatz, habt ihr wahrscheinlich gar nicht so schnell gesehen, so schnell, wie er da drauf gezischt sind. Ja. Da standen zwei Männer und zwei Frauen rum. Die Männer brauchten erstmal eine Zigarette. Die Frauen haben sich so erschrocken, die waren am Weinen. Ja, ja. Sehr geil, Digga. Da hat es der Hubert auf jeden Fall gemeistert. Ja, jetzt hat man es gesehen, hier rechts sind diese Frauen und Männer. Hab ich. Alles gut. Danke, Digga. Gott, Scheiße. Danke. Ey, Props an Hubert, Digga. Übelst dein Mann. Hubert. Das war ein bisschen zu Glückwunsch, Bruder. Du hast es auf jeden Fall mal wieder rausgeholt, Hubert. Das hört sich in den nächsten 5 Jahren. Es so, ist die Werbung Flasche, trifft das Auto, aber wenn man das hier auf dem Video sieht, es scheint irgendwie eine Sektflasche zu sein und es ist oben dieser dicke Plastikkorken da oben, glaube ich. Ich glaube, dass der das war. Der schwankt aber auch ordentlich vor uns. Ah, geil. Warum halt es gerade so? Merkt ihr das Nummernschild? Hier wäre Vorlesen merkt das ihr Richtige dat, gewesen. Merkt ihr das Nummernschild, Vicky? Merkt ihr das Nummernschild? Denn man erkennt es eigentlich gar nicht. Man hört, wie David Gas gibt und danach wieder geil. Bremst. Ja. Da willst du David aber richtig jetzt. Den und Clip, jetzt liest er das Kennzeichen. Den Clip mit der Dashcam, den nimmt er sich mit, Digga. Rechnen doch noch vor. Ja. Und er wieder. Vicky hat's Kennzeichen. Das gibt erstmal eine Anzeige, du. Holt es sogar nochmal. Oh, Schatzi. Wie süß. Schatzi, pass auf, ey. Nicht, dass dir die noch reinfährt. Wir fahren gleich Vicky, noch zur Polizei. Schlaue Frau. Ob sie da hingefahren sind, keine Ahnung. Stark. Oh, mit Meilen, okay. Benny, hier wird's angezeigt in Meilen. Das war eine harte Situation. Digga, das war wirklich eine Situation, wenn du hier am Cruisen bist, Digga. Guckst einmal, keine Ahnung, änderst einen Song oder so, drückst was am Radio, Digga, nimmst dir gerade einen Kaugummi, ziehst deine Brille an, Digga, guckst deine Freundin an, guckst deinen Freund an, was auch immer, ne? Digga, trinkst einmal was aus deiner Flasche, mir fällt nichts mehr ein. Ah, du machst deine Fenster hoch oder runter. Dann fährst du hier, ne? Guckst du 2 Sekunden nicht hin. Bap, Digga! Aufgeschlagen. Zu schnell gefahren. Das war's. Einfach nur, weil der hier gerade das Fahrrad überholen wollte. Hätte auch einfach 5 Sekunden warten können, hätte später das Fahrrad überholen können. Aber nein, wollte er nicht machen. Guck mal, wie knapp das ist. Das war's, Junge. Das ist es gewesen. Das war das letzte Mal, dass du Auto fährst. Frontal in mein Auto rein. Kannst du bezahlen. Ich habe eine Dashcam. Was los? Bist du bescheuert oder was? Richtig. Benny regt sich auf zurecht. Ja, das Video könnte ja schon wieder vorbei sein, würde aber gar keinen Sinn ergeben, weil ja noch gar nichts passiert ist. Uiui, oh. Da wird Rot noch mitgenommen. Das Video könnte hier zu Ende sein, aber Fahrradfahrer sagt nein. Digga, Fahrradfahrer ist einfach böse auf Schwanzmodus, Digga.
Das Video könnte guck mal, wie krass, was? Hier zu Ende sein, aber Fahrradfahrerin sagt nein. Halt's Maul, Digga. Oh. Jetzt ist zu Ende. Wie krank, ey, wie krank. Sehr guter Clip, wirklich sehr schön. Sehr, sehr schön. Freunde, das war wirklich ein starkes Video. Also ich muss sagen, der beste Clip war definitiv der hier am Ende. Wie der über Rot fetzt. Fast den einen noch mitnimmt, der abbiegen will, Digga. Und dann kommen die beiden Fahrradfahrer. Ey, Küsschen, Digga. Sehr schönes Video, das gibt auf jeden Fall ein Däumchen. Ah, hab ich schon. Hab schon geliked, aber gut. Freunde, Video war ein Träumchen. Dafür auch gerne ein Däumchen. Lasst gerne einen Kommentar da. Dürft gerne den Channel abonnieren, wenn ihr Bock habt, um keine weiteren Videos mehr auf diesem Channel zu verpassen, alle zwei Tage. Wenn es euch gefallen hat, dann Kuss, Digga.